Hallo, ihr meine Lieben. Herzlich willkommen beim Spaß am Kochen, die zweite heute am Dienstag, den 19. Februar. Jänner hat man. Und zwar, was machen wir heute? Heute machen wir gefüllte Paprika. Und zwar ein Klassiker. Na, irgendwo ist was nass, aber das macht ja nichts, ist gleich erledigt. Wir müssen nur ein paar Sachen reingeben. Und zwar für den gefüllten Paprika braucht sie einfach ganz klassisch an Reis und natürlich die Fülle. Ja. Paprika mache ich dieses Mal auch ein wenig anders. Ihr seid ja gewohnt immer, dass ihr die dicken, die großen, die fetten Paprika dafür nutzt, weil da kommt ja ziemlich viel Fülle hinein. Das geht auch relativ rasch und einfach. Aber was ist, wenn man gerade sowas nicht im Geschäft kriegt, ja, und nur Spitzenpaprika hat? Dann nehmen wir einfach die Paprika. Ja, da haben wir einfach abschneiden, die Spitzen auch, und stellen wir es einfach nur auf. Das funktioniert ziemlich gut. Das schauen wir sich gleich an. Ja, für den gefüllten Paprika empfehle ich kein Risotto-Reis, sondern ein Langkornreis. Ja, der Langkornreis, und zwar auch nicht zu viel, nur ein bisschen Reis. Den Reis dann mal klassisch kochen. Also zuerst einmal ein bisschen sortieren und dann kochen. So, da richten wir mal für uns. Für den Fetten. So, dann kochen wir unser Reis. Den tun wir vorher ein bisschen rösten. Durch das Rösten später und beim Ablöschen, dann tut sich der Reis ein bisschen, also sagt man so, der wird einfach geschmacklich besser. Und kocht ein wenig schneller. So. Zusätzlich zum Reis geben wir eine Knoblauchzeche hinein. Die kann dann ruhig mitkochen, aromatisieren, dann brauchen wir es halt nicht beim Fleisch reingeben. Ja? Das haben wir schon heiß. Da geben wir unsere Paschierte, das ist eine reine Rinderpaschierte vom Metzger. Das schmeckt ein bisschen besser vielleicht, das wird sich dann zeigen. So, den Knoblauch schneiden wir einfach klein und geben wir zum Reis dazu. Hallo Erika, hallo Manuela. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Sorry, aber ich muss die Dunsthaube aufdrehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt schauen wir mal hier. Also duften tut schon fantastisch. Sehr gut. Also mir ist ein bisschen was von der Paprika übergeblieben. Das sind die Paprikaspitzen. Ja. Die Paprikaspitzen gebe ich, also schneide ich ganz klein und gebe ich es einfach zum Faschierten dazu. Ja. So, wenn man die Paprika ein bisschen früher reingibt, dann schmeckt es ein wenig besser. Ja. Dann rüstet sich ein wenig besser an und dann schmeckt es natürlich hervorragender. Ja, dann brauchen wir ein paar Champignons dazu. Schauen wir, wie es da geht. Okay, das schaut schon gut aus auch. Da können wir schon ein wenig Wasser dazu geben. Also, ich gebe immer einfach nur so ein wenig Wasser nach und nach. Zuerst einmal das, was ich glaube, dass mein Reis benötigt. Und falls es mehr braucht, dann gebe ich natürlich mehr dazu. Das schaut schon gut aus. Also das schaut schon gut aus. So. Jetzt kommen die Champignons dazu. Die schneiden wir auch klein. Also das ist jetzt wurscht, wie sie sich schneidet. Ihr könnt sogar überreißen. Das war ja genauso wurscht.
Wichtig ist nur, dass klein sind, weil wir haben kleine Paprikas und weil kleine Paprika, also so dünne Paprika natürlich, ist ein wenig schwer zu fühlen, wenn es jetzt größere Stücke sind. Deswegen machen wir das Ganze klein. Ja, ich hoffe, man sieht alles ganz schön. Also beim Schneiden ist wichtig, dass ihr die Finger abgewickelt haltet, damit ja nichts passiert. Hallo Doris, grüß dich, hallo Erika. So, die Champignons geben wir auch rein. Ihr könnt es natürlich mit jedem beliebigen Gemüse geben. Ihr könnt die Zucchini, Melanzani, alles was das Herz begehrt, könnt ihr genauso reingeben. Ja, ihr könnt es jetzt quasi mega bunt machen oder ihr könnt es klassisch machen. Also bitte haltet euch nicht an Rezepte, sondern haltet euch an euren Hunger und das, worauf ihr gerade Lust habt. Denn nur dann schmeckt es am besten. Was natürlich nicht fehlen darf, das ist Zwiebel. Da auch bei der Menge einfach schauen, dass wir nicht zu viel erwischen. Schält sich nicht so schön. Schält sich nicht so schön, ja. Aber es macht nichts, wir schaffen das trotzdem. So, Zwiebel schneiden genau das gleiche. Haltet der Messer immer fest und zieht es immer zurück. Ja. So geht es am besten und so weint sie am wenigsten. Ja. Einfach nur ziehen, umso besser ihr zieht, umso schöner wird er. Dann könnt ihr einmal so da querschneiden und dann fein dazugeben. Wunderbar. Also ich würde sagen, unsere Zwiebel schaut fantastisch aus. Ja, unser Essen hier auch. Und wie das duftet. Unglaublich. Ja, wir machen das Ganze jetzt ein wenig knuspriger. Ja, das Fleisch bringen wir jetzt an der Grenze. Ja, das Fleisch bringen wir jetzt an der Grenze, weil wir möchten mehr Geschmack haben. Ja? Wir möchten mehr Geschmack haben. So. Jetzt ist auch schon fast das ganze Öl, quasi fett weggeschmolzen. Und jetzt wird unser Fleisch so richtig knusprig und das passt auch so, denn es soll es ja auch noch was schmecken. So, unser Reis schaut auch schon ziemlich gut aus. Ja, da wird jetzt ein bisschen Wasser brauchen. Das passt schon so. Und da reduzieren wir auch ein wenig. So, da. Soße braucht ihr gehackte Tomaten oder gekochte oder was ihr wollt halt. Mit jeder auch noch ein wenig an Zucchini rein. Also eigentlich nicht viel. Ein Stückchen gedrückt, denn denn ich finde, mit ein bisschen Zucchini das Ganze wirklich mehr gemüsiger wird. Das ist eine meiner klassischen Umentscheidungen während des Kochens. Das schaut schon gut aus. Also da kann man schon gleich würzen. Das schaut schon gut aus. Zucchini schneidet ihr bitte genauso ganz klein. Ja. Vorteil ist jetzt an dem Ganzen, dass Zucchini wirklich ganz kurz braucht und dass es gleich auch durch ist. Ja, es kommt sowieso noch einmal ins Backofen, also ihr braucht da wirklich keine Scheu haben oder sonstiges was. Wenn ihr jetzt ein weicheres Gemüse dann am Schluss reingibt,
Beim Karotten werde ich es mir ja dreimal überlegen, ob ich das mache, weil einfach Karotten viel, viel länger brauchen und Zucchini sind ganz weich und ziemlich schnell gar. Ja? Und die bringen wir auch ganz schnell gar, sage ich euch. Wir brauchen noch eine Soße dazu. So. Okay, jetzt passt es. Jetzt hat man eine schöne Menge. Also ich muss immer aufpassen, dass da die Menge sich so halbwegs gut ausgehen. Ja. Und das schaut wirklich schon gut aus. So, und jetzt bereiten wir sie vor für Würzen. Ja, also man sollte einmal aufpassen, dass die Messer weiter drinnen sind, dass ja kein Unfall passiert. Ich muss jetzt aufpassen, weil jedes Mal, wenn ich sowas mache, ist mein weißes T-Shirt dann nicht mehr weiß oder mein weißes Leibel. Schaut's, der Reis ist schon perfekt, den kann man komplett abschalten, da braucht es ja nichts mehr tun. Der soll ja nicht zu 100% fertig sein, weil der zieht sowieso nach im Ofen nach. Ja? So, das schaut jetzt einmal fantastico aus. Und jetzt machen wir es ein bisschen klassisch, also wir nehmen nur da die Hälfte von den Tomaten. Mehr braucht sie nicht, weil der Rest nehmen wir dann für unsere Soße. Paprikapulver. Das geben wir kräftig dazu. So, die Lorbeerblatt nehmen wir aber nachher wieder raus beim Kochen. Den hätte ich eigentlich jetzt gleich da hier reingeben können, ah, habe ich vergessen, das macht ja nichts, ist nicht so tragisch. Und ein bisschen von meinem Liebling, meine italienischen Kräuter, ups. Das ist der Bohnenkraut, das war jetzt ein Fehler gewesen. So, da sind die. So, meine italienischen Kräuter. Und davon nicht zu wenig. Ja? Also ihr könnt es natürlich das Ganze auch vegetarisch kochen, spricht ja auch nichts dagegen, warum auch nicht. So, jetzt mischen wir das Ganze. Ja, schaut schon gut aus. Ja. Geben wir noch ein bisschen Tomatensauce dazu, ein bisschen Wasser dazu. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze zusammen abschmecken. So, wir müssen nichts mehr schneiden, deshalb kommt das weg. So, da. Jetzt könnt ihr den Reis, den ihr habt, einfach direkt da dazugeben. Dann habt ihr ja schon gekocht. Das spart nicht nur Zeit, sondern ihr kennt euch genau die Mengen und es wird das Ganze nicht zu dick und auch nicht zu flüssig. Ja, deswegen empfehle ich immer, Reis extra zu kochen. So da, hallo Andrea, grüß dich. So da, und jetzt machen wir es ganz. Boah, das schaut schon gut aus. Ja? Also von der Menge schaut es wirklich gut aus, halb-halb. Also wir haben die Hälfte Menge am Fleisch, die Hälfte Menge an Beilagen. Jetzt geben wir noch ein bisschen Salz dazu. So, ein wenig Pfefferle dazu. So. Ja. Das schaut schon sehr gut aus. Also Leute, das schaut wirklich schon sehr gut aus. Dann braucht man natürlich auch etwas Zucker. Also. So. Also Zucker drinnen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Zucker ist ganz wichtig, weil durch den Zucker, was man dann reingibt, natürlich töten wir ein bisschen oder mildern wir einfach ein bisschen von den Tomatensäuren ab und das Ganze schmeckt dementsprechend viel, viel, viel leckerer. Ja?
würde ich für Diabetiker nicht ganz empfehlen, aber geschmacklich ist es 1A. Ich bin mir sicher, dass vielleicht einfach andere Süßungsmittelarten etc. gibt, wo man das natürlich dann anwenden könnte als Diabetiker. Aber solange man nichts hat, macht es klassisch, schmeckt besser. Mhm. Bombe. Braucht man natürlich noch ein bisschen Salz. So. Und jetzt machen wir unsere Soße. Ganz klassisch. Bevor wir füllen. So, das lassen wir jetzt auch wieder mit ein bisschen Flüssigkeit noch dazu. Das lassen wir jetzt ein bisschen köcheln, dass ich das Ganze ein bisschen noch besser abschmecken kann. Währenddessen richten wir die Soße her. So, da. Was soll ich gucken, Schatz? Ja, das ist sehr cool, mein Schatz. Gut machst du das. So, die Soße machen wir ganz schnell. Einfach nur am Mixer. Ja, also wer Tomatenstückchen mag, soll es sich einfach Tomatenstückchen lassen. Ich mag das nicht. Deswegen nehme ich es so. Dann spüle ich das Ganze mit ein wenig Wasser aus. Dann eine damit. So. Da ist mir ein bisschen Tomatensauce schon einmal übergeblieben. Die gebe ich einfach da dazu. Fülle ich natürlich genauso aus. So. Die Soße muss ihr bitte ein bisschen extra würzen, ja? Denn es bringt euch nichts, wenn ihr quasi jetzt das Ganze fertig habt und eine Spur zu wenig quasi Salz drin ist, weil das Ganze, die ganze Geschichte wird ein bisschen zu mild. Hier gibt es klassisch ein bisschen an Zucker rein, ein wenig an Pfefferle. Und natürlich Salz. So. Was auch noch gut ist, wir geben noch dazu zwei Stück Knoblauch. Ja. Und damit sich der Mixer nicht so gefällt, tun wir den Knoblauch gleich etwas zerkleinern. Hallo Katrin, grüß dich. Hallo Romy. So, es tut mir leid, ich kann nicht immer raufschauen, weil ich muss mich natürlich aufs Kochen konzentrieren. Aber ich schaue natürlich, dass ich jeder einzelne von euch, den ich dann entdecke, grüßen kann. Geht schnell. Also diese Soße könnt ihr machen ruhig, auch wenn ihr jetzt Pizza macht, einfach für die Pizza zum Belegen, einfach fantastisch. Ja? Und schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Super, der Knoblauch, die Tomaten schmecken mir richtig gut außer und das Ganze. Und das darf man jetzt einfach nur da dazwischen ein wenig füllen. Braucht ihr nicht wirklich sparen, einfach alles rein damit. So, und der Rest kann man danach noch da dazu geben. Dann könnt ihr schon abdrehen. So, welchen habe ich abgeschleckt? Den habe ich abgeschleckt. Im Prinzip war es ja wurscht, weil sowieso wird es gekocht. Aber nichtsdestotrotz. So, jetzt füllen wir das Ganze. Also jeder einzelne füllen wir und falls was überbleibt, das gibt man einfach oben drauf. Tut für niemanden weh. Ja, versucht also wirklich, dass ihr in die Paprikas drinnen bleibt. Wenn was daneben geht, ist es auch wurscht.
schmeckt genauso gut, nur halt ein bisschen verflüssigt sich durch die Soße, und die Soße wollen wir aber ein wenig davon uns erhalten, damit wir das quasi anders annutzen können. Loberbladl, wie gesagt, nehmen wir raus. Ja. Ihr kennt den Loberbladl natürlich, aber das ist auch keine Idee. Der Loberbladl einfach da in die Tomatensauce dazugeben, weil der hat sicher noch nicht sein ganzes Geschmack entfaltet in so kurzer Zeit. Und Loberbladl hat einen eigenen Geschmack. Ja. Muss man natürlich mögen. Wer es nicht mag, bitte nimmt es nicht dazu. Ja. Ist hier nicht jedermanns Sache. Das schaut schon ziemlich gut aus. Ja. Ein bisschen was ist mir übergeblieben, dann mache ich einfach da hier ein Loch und fülle den Rest einfach da hier rein. Ja. So. Schaut schon. Schaut schon sehr gut aus. So, da ist uns noch ein bisschen Sauce übergeblieben. Das geben wir auf jeden Fall dazu. Denn nachdem wir jetzt nichts mehr umrühren, wird sich das Ganze in der Mitte auch verfestigen und natürlich noch besser schmecken. So, da. Was wollen wir noch machen? Wir wollen das Ganze so ein wenig abflachen. Ja. Das hat einfach nur einen einzigen Sinn. Damit das Ganze nicht alles, was ein bisschen zu viel raussteht, nicht verbrennt. Aber ja, liebe Antje, ich habe dich nicht vergessen. Liebe Antje, ich habe dich nicht vergessen. Und was wäre etwas, was im Ofen kommt ohne Käse? Ja, eine Katastrophe. Also. Nehmen wir zusätzlich noch ein wenig an Käse. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, wenn ich so viele Socken habe. So, dann nehmen wir jetzt ein bisschen an Käse. Käse. So. Also für Leute, die zum Beispiel Schafskäse mögen, Schafskäse passt auch irrsinnig gut da drinnen. Ja? Also ich liebe Schafskäse, ich habe das öfters auch mit Schafskäse gekocht und ich muss sagen, das ist echt der Wahnsinn. Ja? So, kann ich eigentlich noch Soße nehmen da und ganz klassisch die Ecken und Kanten noch zudecken. Das wird sowieso das meiste einfach nur schmelzen und sich mit dem Rest da verbinden. Das spielt aber wie gesagt absolut keinerlei Rolle. Wichtig ist, dass es gut schmeckt und das wird es auch. Also das sind jetzt nicht die klassische gefüllte Paprika, das ist einfach nur gefüllte Paprika einmal anders. Ja? Oder nach Steinbergart oder nennt es hier wie ihr es wollt. Ja? Oder einfach nach eurer Art, nach Lisi Art, nach Antje Art. Ja, die nennen wir sogar wirklich so Paprika, gefüllte Paprika mit Füllkäse nach Antje Art. Hallo Michelle, grüß dich, hallo Jasmin. So. Und da sind wir auch schon am Ende, denn das Ganze kommt jetzt ins Backofen und sobald es fertig ist, werde ich natürlich für euch ein Foto machen. Warum drücke ich das jetzt ein bisschen zusammen? Ganz einfach, damit man nichts auf den Deckel drauf pickt, weil wenn man was auf den Deckel pickt, natürlich durch die Hitze verbrennt es. So, jetzt passt es. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ja, vielleicht schaut ihr auch mal in YouTube auf unsere Seiten. Spaß am Kochen. Ich poste immer die Videos auch auf meinem privaten Profil. Und würde mich freuen auch für ein paar quasi Likes im YouTube auch. Ja? Pfiat euch. Schönen Tag noch. Tschüss.